Bauassist Herr Daumer, Trainer US Heidelberg, muss man eigentlich bei uns nicht vorstellen. Herr Daumer, die Mannschaft steht, man arbeitet dran, man möchte die Starting 5 plus die 3 noch dazu, so diese 8, die letztes Jahr zum Stamm gehört haben. Im Fußball sagt man, entweder wechselt man den Trainer oder die Mannschaft aus. Wie stehen Sie zu diesem Spruch? Ja, sagen wir mal, das ist nicht nur im Fußball so. Also wenn Misserfolg da ist, wenn Verantwortung wahrgenommen werden muss in Form von Personalentscheidungen, dann ist, glaube ich, in jeder Sportart, Mannschaftssportart, die Entscheidung für die Entscheidungsträger leichter, den Verantwortlichen im sportlichen Bereich zu tauschen, als die gesamte Mannschaft. Man sagt es aber auch beim Erfolg. Sagt man, man tauscht die Mannschaft oder den Trainer, auch beim Erfolg eigentlich. Also das habe ich eigentlich noch nicht gehört. Ich denke immer, ein erfolgreiches Team, das versucht man so weit wie möglich zusammenzuhalten und kontinuierlich weiterzuentwickeln. Und ich denke, auf diesem Weg, da machen wir die ersten Schritte, das auch wirklich zu tun. Und ich bin wirklich froh über die ersten Personalentscheidungen. Der Komarek, der Sebastian Adeberg, der Kapitän, dass die fest an Bord sind. Ich bin vorsichtig optimistisch mit den drei Amerikanern. Ich hoffe, wir können sie zurückholen. Aber die Entscheidungen, die müssen wirklich die Jungs, reversive Management treffen. Man darf in dem gesamten Team, man spricht immer von den 8, die die meisten Spielanteile hatten, aber für mich gehört auch Maximilian Kluck dazu, der die ganze gesamte Saison fest beim Team war und auch die jungen Spieler, die wir aus der NBBL dabei hatten, die einen sehr, sehr guten Trainingsbetrieb, einen Competition, einen Wettbewerb aufrechterhalten, alle dazu beigetragen haben, dass die Mannschaft sich dahin entwickeln konnte, wo sie am Saisonende war. Und das wollen wir erstmal weitermachen. Die letzte Saison am Ende, da war so eine Eigendynamik drin. Ja? Die Mannschaft hat unwahrscheinlich viel Selbstvertrauen versprüht. Es waren wirklich überragende Spiele zu sehen. Kann man da anknüpfen? Es wird natürlich sehr, sehr schwer nach einer langen Sommerpause, in der alle Spieler ihre eigenen Leben wieder führen, praktisch individuell ihre Dinge für den Sommer erledigen. Nach diesem langen Break praktisch einfach dort wieder anzuknüpfen, wo wir am Ende der letzten Saison waren. Das wird mit Sicherheit nicht so einfach funktionieren, wie man sich das vorstellt. Aber wir haben eine gute Vorbereitungsphase in 5-6 Wochen, in der dann aber wieder hoffentlich das Altbekannte wieder geweckt werden kann. Aber schlussendlich wissen wir jetzt heute nicht, wie wirklich die Mannschaft aussehen wird. Sollte sie die gleiche sein, ohne jede personelle Veränderung, dann bin ich mir auch ziemlich sicher, dass man ein Stück von dieser Atmosphäre, von der Emotion auch wiederfinden kann. Und wenn man das erreicht, dass diese Eigendynamik sich widerspiegelt, ist man ganz vorne dabei. Also sehr, sehr schwierig, praktisch Erfolg im Sport überhaupt fest zu planen, weil man in langfristigen Verletzungen zum Beispiel nicht drinsteckt. Wir haben letzte Saison sehr wenig Verletzungen gehabt. Wir hatten eine längere Verletzung bei dem Ben Barron, genau. Also es ist sehr, sehr schwer, verbindlich zu planen. Wer das im Sport versucht, der wird scheitern. Man kann aber natürlich viel dafür tun, dass Wahrscheinlichkeiten sich steigern, um Erfolg zu haben. Und ich denke, wir sind oder wären mit der Mannschaft auf einem guten Weg, sehr erfolgreich zu spielen, weil ich die Entwicklung gerade bei den jüngeren Spielern, ich habe es eben auch schon gesagt, wo ich auch den Olli Komarek noch durchaus zuzähle, da ist noch Raum für Wachstum, auch bei einem Jibril Hodges, wo ich für jeden Spieler schon mir überlegt habe, wo ist sein individueller Punkt und wo wird dann Mannschaftserfolg vielleicht noch wahrscheinlich. Auch wenn es Trainer nicht gern machen, Funktionäre nicht gern machen, bleiben wir noch einmal beim Konjunktiv. Worauf könnte man sich einstellen? Auf den dritten Platz? Nein, also Trainer machen sehr, sehr ungern. Wie gesagt, so Prognosen abzugeben, ist auch mein Fall nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat viele, viele Gründe, warum man das nicht tut oder nicht gerne macht. Die will ich gar nicht alle anführen. Ich habe eine tolle Mannschaft gehabt. Ich hoffe, sie kommt wieder zurück und ich hoffe, wir können an der Stelle wieder anknüpfen. Aber eine emotionale Mannschaft, die hat Emotionen geweckt, auch beim Publikum. Und wenn das alles zusammenkommt, dann stehen ja einer positiven Entwicklung erstmal wenig Dinge im Weg. Und dann muss man sehen, wo einen das hinführen kann. 8 Siege aus 10 Spielen ist mit Sicherheit ein Highlight. Und schlussendlich ist es ja auch meine Arbeit. Und die Arbeit der Spieler. Abschließend die Frage, wann geht's los?
fangen wieder Ende August mit der Vorbereitung an. Das wird so um den 25. August sein. Der erste Spieltag ist ein bisschen eher. Da ist die Vorbereitung etwas kürzer, eine Woche, 5 oder 6 Wochen Vorbereitung. Ich denke, dann gehen wir auch mit einem entsprechenden Athletiktraining gut vorbereitet in die Saison. Danke für das Interview. Gerne.